Ja, das Testspiel heute hier gegen die rumänische Mannschaft war wirklich ein interessanter Vergleich für uns. Waren wir schon sehr gefordert. Das ist eine Mannschaft, die in der zweiten Liga in Rumänien um Aufstieg spielt. Und haben auch gemerkt, sind schon ein bisschen weiter als wir auch in der Vorbereitung. Schon ein paar mehr Testspiele in den Knochen und fußballisch auch wirklich qualitativ gut dabei. Und wir haben zu Beginn ein bisschen gebraucht, haben aber uns dann relativ gut reingekämpft und haben auch unsere Phasen gehabt mit Ball, die wirklich passabel waren. Und insofern war das für uns halt echt ein guter Test zum jetzigen Zeitpunkt. Haben dann natürlich auch ein bisschen durchgewechselt, sind aber froh, dass alle gesund sind auf den ersten Blick und wir das Spiel natürlich auch 2-0 gewonnen haben, ist auch wichtig. Ja, wir haben natürlich versucht, im Training an ein paar Dingen zu arbeiten, inhaltlich, und haben uns auch fest vorgenommen, auch daran heute anzuknüpfen im Spiel. Und da muss man schon sagen, dass die Jungs das gut gemacht haben. Wir haben wieder als Mannschaft im Kollektiv verteidigt, das hat man gemerkt, waren da schwer zu bespielen, würde ich sagen. Haben aber auch unsere Momente mit Ball gehabt und da haben wir zum jetzigen Zeitpunkt wieder einen Schritt nach vorne gemacht. Jetzt sind wir 2 Tage im Trainingslager und ja, erstmal sind wir hier gut angekommen und haben gleich gemerkt, Mensch, das ist halt dann doch, es sind andere Bedingungen als bei uns zu Hause aktuell, gell, wo es kalt ist und Schnee hat. Und wir haben hier Sonne, wir haben hier einen vernünftigen Platz und man merkt es auch den Spielern an, dass sie einfach Freude daran haben, dass man hier wirklich auch Fußball spielen kann, dass man auch mal Standardsituationen trainieren kann, wo man nicht gleich erfriert. Und das ist für uns bis hierhin jetzt wirklich sehr gelungen und freuen uns darauf, dass wir noch einige Tage mehr haben.